Willkommen zurück im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Grenzwert. Was du bereits wissen solltest, ist, was eine Epsilon-Umgebung ist. Und unser Ziel ist es jetzt, genau zu erklären, was wir mit dem Grenzwert einer Folge meinen. Wenn wir sagen, dass eine Folge AN den Grenzwert A hat, dann meinen wir damit Folgendes. Zu jeder Epsilon-Umgebung vom Grenzwert können wir ein Folgenglied finden, ab dem dann wirklich alle Folgenglieder in dieser Umgebung liegen. So, wenn meine Folge zum Beispiel AN ist, mit Folgengliedern A1, A2, A3 und so weiter, und ich behaupte, dass A der Grenzwert meiner Folge ist, dann muss ich imstande sein, Folgendes zu tun. Wenn wir jemand ein noch so kleines positives Epsilon gibt, dann muss ich ein Folgenglied finden können. Ich nenne das jetzt AN, ab dem dann alle nachfolgenden Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung von A sind. Wenn das passiert, dann sagen wir auch, dass fast alle Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung sind. Und mit fast alle meinen wir alle außer endlich viele. Wir schreiben dann auch kurz LIM, darunter N Pfeil, das Zeichen für unendlich. AN ist gleich A. Und wir sagen das als Limes N strebt gegen unendlich der Folge AN ist A. Oder auch so wie bisher, der Grenzwert der Folge AN ist A. Kurz können wir auch AN Pfeil A schreiben.